Hallo und herzlich willkommen zu Divinity 2. Ich könnte jetzt weiter mit dieser Stimme reden, aber das ist mir zu anstrengend. Ja, okay. Und damit hallo und herzlich willkommen jetzt nochmal ganz offensichtlich. Ich bin Raffi und hier ist Raffine. Und wir wollten mit Monika reden. Bist du Monika? Ja, du bist Monika. Hallo Monika, wir reden mit dir. Hallo Monika, hallo, ich wollte mit dir reden. Danke, bitte. Hallo. Hey. Ich hoffe, ihr erwischt diesen Drachen bald. Sollte er uns angreifen, wäre das das Ende des Trümmertals. Wow, Monika, du hast mir voll viel zu sagen. Ja, wow, cool, ey. Du bist voll, ey, inkompetent. Ja, und endlich spiele ich mal wieder Divinity 2, wie ihr wohl merkt hier gerade. Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Hä, was ist hier los? Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen musste, aber ich habe mich belesen im Tagebuch. Denn ich habe hier mal geguckt. Nein, nicht hier. Ich habe hier mal geguckt, was denn das hier alles zu bedeuten hat. Und ich habe so langsam eine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Denn hier im Tagebuch kann ich nachsehen, welche Missionen ich so habe, welche ich gerade angewählt habe und welche ich nicht so angewählt habe. Aber darauf gehen wir später nochmal ein, wenn es wichtig ist. Vorausgesetzt, es wird nochmal wichtig. Ich weiß auch nicht. Hallo! Also hier haben wir mit Roman geredet. Was ist das hier? Eine Ente! Oh ja, cool! Ey, Ente! Oh ja, geil! Ich habe einen Erfahrungspunkt bekommen. Oh, warum habe ich die Ente getötet? Warum? Oh. Kannst du mir noch helfen? Nee, du bist Arnold, du kannst mir nicht helfen. Ach, hier ist der komische Roman, mit dem hatten wir ja schon geredet, also müssen wir das nicht nochmal machen. Ha, hier, du hast auch ein Ausrufezeichen. Hallo. Liebe Schadenfreude, Frodo. Guten Tag, Drachentöter. Ich bin Richard von Alleroth. Wollt ihr euch etwas dazu verdienen? Ja, dazu verdienen, sagt ihr? Erstmal fragen wir, ob er einen Drachen gesehen hat. Der letzte Drache wurde vor meiner Zeit getötet, und zwar nicht in der Nähe des Trümmertals. Daher bezweifle ich, dass hier ein Drachenritter auftauchen wird. Ja gut, okay. Gut, dann fragen wir mal, was er uns gerne geben möchte, was wir dazu verdienen können. Ich habe mich auf das Jagen und Töten von Goblins spezialisiert. Toll, gut, danke. Wie es aussieht, gibt es hier eine Menge von diesen kleinen Bastarden. Daher zahle ich für jedes Goblinherz, das ihr mir bringt. Oh, Goblins abschlachten und dafür bezahlt werden? Ich bin dabei. So ist recht. Bringt mir die Herzen, dann klingelt's in der Kasse. Oh ja, das finde ich toll. Dankeschön, oh ja, das ist cool. Das ist ja richtig cool. Hallo, ich... Oh, darf ich überhaupt über den Zaun springen? Ich töte jetzt deine Hühner! Und jetzt... Nee, warum denn? Ja, ich habe seinen Huhn getötet. Ich bin so cool. Und er hat's noch nicht mal gesehen. Oh, nur ein Hühnchen, Keule. Alles nehmen. So, hallo, was ist denn mit dir los? Frodo. Frodo? Drachentöter, bitte hört mir zu. Ich brauche unbedingt Hilfe wegen meinem Schwein. Wegen deinem Schwein, Was ist denn mit euren Schweinen? Aber erstmal fragen wir ihn, ob er einen Drachen gesehen hat. Ja, okay, gut. Gut, okay, ja, danke. Also, was ist nun mit euren Schweinen? Der neue Orden hat drei von ihnen konfisziert, aber das sind doch meine Haustiere und ich hatte gar nicht vor, sie zu essen. Ach nicht? Oh Mann, du bist so ein Ökonom und wegen dir verändert sich die Welt. Ich bin so stolz auf dich. Oh, genug geredet, ich werde versuchen, sie von der Schlafbank zu retten. Oh, ja. Oh, gesegnet seid ihr, Drachentöter. Die Schweine sind drüben auf Karls Hof, flüstert Groß und Knospe in Kevins Ohr und sie werden an einen sicheren Ort laufen. Ah ja, okay. Rosenknospe. Ja, das macht Sinn. Ich habe sogar schon gesehen, wo das ist. Wollen wir da mal eine Nebenmission machen? Also vielleicht, weil das Spaß macht und so. Hier, wartet mal. Ich komme nur nicht ganz klar. Hier, die Map. Da habe ich jetzt schon mal festgestellt, ich kann hier reinscrollen und rausstrollen und hier ist das komische, naja, ihr wisst schon, Karlshof. Aber erstmal wollen wir noch weitermachen. Wir wollen hier immer noch, ich glaube, zwei waren es. Wie viel waren das denn hier? In meinem Tagebuch steht das ganz genau. Meine Güte, was soll das denn hier? Ich weiß nicht, das bitte. Ich brauche noch zwei weitere Augenzeugen. Da habt ihr das alle gesehen. Ihr habt es schriftlich, mündlich und ich habe auch keine Ahnung. Hallo, hallo.
Gibt es hier was? Hallo. Nee, Wasser. Ich will kein Wasser. Warte mal, irgendwer hat hier mir nochmal geschrieben, ich kann ja auch untertauchen. Ich habe aber vergessen, wie das funktioniert hat. Ich bin so bescheuert. Ich lese das nochmal nach. Tut mir sehr leid. Ich bin manchmal sehr inkompetent und doof. Aber was soll's. So, wer kennen wir denn jetzt hier? Was ist das denn hier? Was? Lukas Wagen. Geschlossen. Na, geschlossen ist er bestimmt nicht. Rechte Maustaste, um ihn zu öffnen. Das Wort des Erkennens. Was? Wer redet denn da mit mir? Okay, das ist irgendwie komisch. Sag mal, seid ihr einer dieser neuen Griecher Sicherheitskarren Modell 5? Das neueste Modell. Modernste magische Eigenschaften. Aktueller Stand der Technik. Klingt nicht gerade überzeugend, wisst ihr? Setzt euch mal in meine Lage. Die ganze Zeit dieses dämliche verkündet das Wort des Erkennens. Ihr meint Kennwort? Ja, ja, ja. Macht schon. Soll ich jetzt mal raten? Windpocken! Mandarinen! Keine Ahnung, ich versuch's mit Mandarinen. Falsch. Oh, Scheiße. Versuchen wir's nochmal. Hallo? Verkündet das Wort des Erkennens. Falsch. Ach, Mann! Okay, dann sag ich, dann bin ich ganz ehrlich und sag, ich hab keine Ahnung. Was? Ach, du bist scheiße, du scheiß Wagen, ey. Geh doch weg, geh doch nach Hause, ey. Du bist kacke. Ich hasse dich. So, wen müssen wir denn jetzt hier weiterhelfen? Freunde, einen Sicherheitswagen, der mit sich, also, der selbst kommunizieren kann. Hallo, was seid ihr denn hier für Knechte? Ich sag dir's denn, ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen. Oh, Olli. Papalapap, du veräppelst mich. Hallo. Schön, euch zu sehen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Und warum? Ich muss euch was sagen, ich hab einen Drachen gesehen. Oh, yeah, geil! Hottes Jadul, hallo Olli, du bist mein Freund, was ist los? Erzähl mir, was du möchtest. Oh, um Himmels Willen. Ja, okay, Stan, du kannst mir auch erzählen, was du möchtest. Komm schon, erzähl mir über den Drachen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube euch, Olli, erzählt mir alles darüber, bitte, bitte. Letzte Nacht habe ich aus dem Fenster geschaut und dann dieses riesige Biest gesehen. Okay, klingt jetzt nicht so spektakulär. Habe ich mich im Schrank versteckt. Aber was bist du denn für ein Weicher, Olli? Ich dachte, du hilfst mir jetzt weiter. Aber erzählst du mir nur, weiß ich nicht, Angstgeschichten. Ja, Mann. Ihr habt euch also von Weitem einen Drachen gesehen und euch dann im Schrank verkrochen? Ja, oder wollen wir lieber fragen? Nein, ich mach ihn jetzt. Ich mach den jetzt voll runter. Würdet ihr Olli besser kennen, wäre das keine Überraschung. Okay, verstehe. Danke, dass ihr mir davon erzählt habt, Olli. Wisst ihr nur, wo genau der Drache war? Ja, komm. Weit hinten im Tal. Schnappt euch dieses verdammte Mistvieh. Ja, okay, danke ich. Ich hab ihn mit eigenen. So, mal gucken. Zählte das jetzt als Augenzeugenbericht? Oder eher nicht? Oh ja, ich brauche nur noch einen. Boah, ja, wir sind voll gut. Pap, du veräppelst mich. So, mit wem könnten wir denn jetzt noch reden? Einer von euch muss doch hier was Interessantes... Was ist das hier, ein Pilz? Ein Pilz. Einer von euch muss doch hier noch was Interessantes gesehen haben. Hallo, na, wie geht es dir? Alles klar bei euch? Ne, mit den Wachen rede ich nicht, die sind alle inkompetent und scheiße! Tut mir leid, ich bin so hart. Ah, hier war ich noch nicht. Hallo, na, wie geht's dir? Wer von euch ist denn hier? Was macht ihr denn hier, hallo? Ja, du bist der Ausbilder. Keine Zeit für einen Plausch. No. Ich muss diese armseligen Möchtegern-Soldaten ausbilden. Okay, sehr gut, ey. Du bist scheiße. Nee, ich vertraue. Nee, die Wachen hier sind alle Schande. Die Wachen hier, also ernsthaft, eine Wache, die mir hier gesagt hat, oh nee, ich habe nichts gesehen, ich mache hier nur meine Wache. Hey, du bist eine Frau, du kannst mir bestimmt helfen. Ja, mir auch. Habt ihr einen von denen, die den Drachen gesehen haben? Ja, seid ihr einer von dem? Ja, hallo, hallo? Ich selbst habe ihn nicht gesehen, nein. Aber andere Wachen hat sie ganz schön erschreckt. Das könnt ihr mir glauben. Boah, inkompetent und doof, ey. Und ich dachte, weil du eine Frau bist, zu mir helfen. Hallo? Hallo, schöner Tag heute, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Macht euch keine Sorgen wie ein Drachen? Hm? Macht ihr euch keine Sorgen? Nein, sagt mir erstmal, ob du ihn gesehen hast. In der Nähe des großen Tempels unten im Tal. Du hast ihn wirklich gesehen, oh meine Hilfe. Ich bin mir sicher, dass seine großen roten Augen mich gesehen haben. Aber er hat mich nicht weiter beachtet.
Nachdem ich so viel Glück hatte, werde ich das Dorf nicht mehr verlassen, bevor ihr Drachentöter das Biest erlegt habt. Oh, mal eine Woche, die wirklich mir weiterhilft. Ich danke dir, Sven. Du bist mein neuer Freund. Ich adde dich gleich bei Facebook, okay? Macht euch keine Sorgen wegen dem Drachen. Wird euch nicht langweilig, wenn ihr den ganzen Tag diesen Wall auf- und abmarschiert. Okay, wir wollen jetzt nicht frech werden. Nicht mehr. Jetzt seid ihr Drachentöter da. Und nun an weht hier ein anderer Wind. Und jetzt müsste ein Drache kommen und ihr in den Kopf abbeißen. Das wäre lustig. Aber dieses Spiel ist dafür nicht ausgelegt. Okay, lebt wohl. Lebt wohl. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Yeah, ich habe die Mission erfüllt. Jetzt gehen wir hier rein. Können wir von der Seite hier auch rein? Hallo, na, Kaserne. Ja, ich habe mal was geschafft. Seid wohlbehalten angekommen, Kommandant. Hallo, ich bin hier durch. Hab Dank, Leutnant. Wie stehen die Dinge hier? Wie es nach den Drachensichtungen zu erwarten. Okay, du können mit dir kann ich reden. Okay, ich habe meine Mission erfüllt. Hallo. Dieses unaufhörliche Geschnatter lässt mich bald zur Klinge greifen. Oh cool. Wollen wir mal deine Gedanken lesen? Habe ich überhaupt so viele EP? Ich bin mir nicht sicher, aber okay. Erledigt eure Aufgabe gut und schnell. Wir müssen diesen Drachenritter so schnell wie möglich vernichten. Ja, ist ja gut. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Fortfahren. Sagt, dass ihr etwas zu berichten habt, damit wir die Jagd beginnen können. Euer Glückstag, Kommandantin. Ich habe einige Indizien. Yeah! Dem Göttlichen sei Dank. Los, erzählt. Die Aussagen sind etwas vage, aber wir sollten unsere Aufmerksamkeit ganz klar auf den verlassenen Tempel und die direkte Umgebung richten. Gut, damit haben wir eine konkrete Spur. Ich hoffe, Marius ist bald mit weiteren Neuigkeiten zurück. Ja, ich auch. Bevor wir gehen, will ich jedoch, dass ihr die Gruft im hinteren Teil der Kirche betretet. Welche Gruft? Was für eine Gruft, ey? Aus welchem Grund? Beim nächsten Teil eurer Initiation solltet ihr in einer Gruft unter der Akademie von Flussheim einem Untoten gegenübertreten. Was? Warum das denn? Den Zorn eines niederen Geistwesens zum ersten Mal zu spüren, ist eine grausige Erfahrung. Und warum muss ich das denn machen? Bitte, danke. Bei diesem Aufeinandertreffen prägt die Mischung aus Angst, Euphorie und eiserner Beharrlichkeit den Drachentöter und setzt große Mengen Adrenalin frei. Aha, okay. Dadurch wird das anfängliche Chaos, verursacht von den Erinnerungen, gemindert. Die Wirkung ist jedoch zeitlich begrenzt, daher ist der nächste und letzte Teil der Initiation... Drachentöter, alles in Ordnung? Nein, du erzählst mir hier gerade irgendwie total verwirrende Dinge. Oh. Was geht hier ab? Was? Die Erinnerungen der Drachen, sie dringen in euch ein. Ah, ich habe zwar gerade überhaupt gar nichts gedrückt, aber okay, danke, dass du mir das sagst. Nehmt diesen Schlüssel und tretet dem Geist gegenüber. Beeilt euch, bevor es noch schlimmer wird. Ja, okay, danke. Hetz mich nicht so. Ihr habt die Jagd auf den Drachen erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnung. Okay, danke. Oh, was? Hilfe, so viele Belohnungen. Oh, scheiße, ey. Jetzt bin ich überfordert. 2 Auswahlmöglichkeiten. Okay, das ist dull. Ach du meine Güte, ich gucke jetzt erstmal. Erfahrung, ja, wir sammeln auf jeden Fall Erfahrung schon mal. Erfahrung ist schon mal wichtig. Was ist das denn? Scharfes, normales, leichtes Eisen, bla bla bla. Ist Nahkampf. Kann ich hier Nahkampf? Brauche ich Nahkampf? Schwache Veredelung der erhöhten Reflexe. +2 zu erhöhten Reflexen. Ah ja, ist das gut? Geringe Verjüngung? Von 5 Sekunden. Aha, okay, cool, danke. Stärke. Ach mein, willst du die Dinge nehmen? Geld habe ich schon, ich nehme mal die Waffe. Ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Wahl. Ja. Ja, will ich. Wer kümmert sich um den Drachenschutz? Okay. Sicher hat er unermüdlichen Einsatz. Cool, okay, erzähl mir du da. Du hast da ein Ausrufezeichen. Nicht, willkommen, Drachentöter. Dürfte ich euch um eure Hilfe bitten, sofern es eure Zeit zulässt? Oh, was ist denn los schon wieder, ey? Alle wollen ja was von mir. Was kann ich für euch tun, Leutnant? Etwas zusätzliche Arbeit kann nie schaden. So ist es. Folgendes. Eine ziemlich große Gruppe von Banditen hat es seit einigen Monaten auf Handelskarawanen abgesehen. Und ich muss das mal wieder verhindern. Ist ja nicht so, als hättest du 10.000 von Soldaten auf der Mauer, die ständig da hin und her laufen. Die können doch auch mal was für ihr Geld tun. Oh, ich hasse dich.
Bisher konnten wir ihren Unterschlupf nicht ausfindig machen. Allerdings haben wir vor einigen Tagen einen der Banditen gefasst. Oh cool, soll ich Gedanken lesen? Das würde ich gerne machen. Das mag ich, das Duel. Weder Drohungen noch Folter bringen ihn zum Reden. Daher müssen wir auf andere Weise mit ihm verfahren. Ja, Gedanken lesen, habe ich doch gerade schon gesagt. Ich will, dass ihr ihm zur Flucht verhelft. Was? Warum nicht Gedanken lesen? Oh, warte. Ein Moment. Bitte lasst mich ausreden. Ja, gut, dann red aus. Ihr müsst nur zur ausgebrannten Kapelle im Tal gehen. Dort findet ihr einen verborgenen Hebel, der ein Tunnelsystem öffnet, das direkt in seine Zelle führt. Was? Okay, ausgebrannte Kapelle im Tal, verborgener Hebel, Tunnelsystem. Ah ja, klar, klingt jetzt irgendwie ganz schön kompliziert. Er sitzt aus gutem Grund in dieser Zelle. Sie grenzt an einen alten Fluchtweg, der vor vielen Jahren von den Soldaten gegraben wurde. Aha, okay. Wenn ihr